Das war der Anpfiff. Wir probieren es direkt mal mit dem langen Ball auf die rechte Seite. Da ist aber gar keiner durchgelaufen. Lässt sich einfach mal fallen. Weber kriegt aber die zweite Chance. Nochmal aus 18 Metern abgeblockt. Talarski nimmt nochmal Evers mit. Auf der rechten Seite ist Beric frei. Es geht nochmal über links zu Francis. Vielleicht schafft es den Ball jetzt mal schnell weiterzulegen. Lipinski ist da relativ blank. Er dauert wieder zu lange. Ballbesitz bleibt, aber Gefahr. Oh, fast nicht da, denn jetzt ist Lipinski mal auf und davon und dann schlägt er den Ball aus aussichtsreicher Position am langen Eck vorbei. Wollte er vielleicht ein bisschen zu schön. Jetzt mal ein Standard. Topal steht da im Abseits rum. Und die Bogenlampe zieht sich. Gut, Deckel. Auch hier keine Gefahr fürs Uerdinger Tor. Jetzt mal nach vorne. Weber kommt nicht an den Ball. Wieder Ballbesitz für Topal auf links außen. Ups, warum haben die denn so viel Platz gerade? Puh, das war knapp. Kadjata hat aufgepasst, den zurückgelegten Ball. Wir kommentieren mal eben ein Tor. Ach. Schon wieder zu optimistisch gewesen. Den wollte Talarski. Hat er sich gedacht, komm, dann hole ich mir einen Freistoß. Aber hat nicht funktioniert. Ich habe die große Ehre, dem Marcel Dames heute zum 34. Geburtstag zu gratulieren und ihn zu grüßen. Denn darum hat er gebeten. Ui, dann lässt Kadjata den Ball liegen und jetzt läuft er allein aufs Tor zu der Robin Hörnig. Und da kommt er noch dazwischen, der gute Sander Rau. Wie gesagt, er ist heute wach und war aber auch fleißig unterwegs. So, ich komme gleich nochmal zu dir, Marcel. Wir müssen mal eben hier am Platz bleiben. Da kommt der lange Ball Richtung Weber. Der steht diesmal nicht im Abseits. Steht am rechten Strafraum Eck mit Tempo in den Strafraum. Geht im Strafraum vorbei. Schuss ans kurze Eck. Prallt ans Außennetz. Das war mal die erste gute Chance für den KFC. Hast du eigentlich schon den Nationaltrainer Sierra Leones hier erblickt heute? Nee, habe ich noch nicht. Jetzt erblicke ich aber gerade einen sehr gefährlichen Konter der Baumberger. Schussmöglichkeit. Den hat er aber sehr kläglich hergeschenkt, der Cosinolo. Genau in die Arme von Udekbe am 16er. KFC versucht nach vorne zu kommen. Weber setzt sich schön durch, dann wird er gelegt. Das ist, ja, was Gefährliches werden können. Schnell ausgeführter Freistoß von Kenia zu Meissner. Kenia bietet sich die Linie runter wieder an, geht an seinem Gegenspieler vorbei in der Grundlinie. Schön an den Fünfer Francis! Mit dem Kopf nur knapp am Tor vorbei. Den habe ich schon drin gesehen. Extra für Johannes habe ich den Torschrei drin gelassen diesmal. Love, oh love. Kenia. Mit dem Chipball Richtung Weber. Den kann er sich zunächst mit dem Oberschenkel erstreiten, aber ein bisschen zu weit vorgelegt. Kontermöglichkeit für Baumberg. Das darf eigentlich nichts werden, aber sie spielen sich den Ball gegenseitig in die Füße. Tor für Baumberg. Fehler zwischen Maxi Funk und Sander Rau, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Funk und Kadjata. Kadjata und Funk waren's. Ja. Ja, die spielen sich den Ball gegenseitig in die Hacken und dadurch legen wir den genau in den Lauf von Enis Topal und täglich grüßt das Murmeltier in der Grundburg. 1:0 für die Gäste. Oh, mal ein bisschen Platz für Evers. Und ein schöner öffnender Ball auf Lipinski. Kein Abseits, steht im 16er. Und Schwabke hält den Abschluss. Hätte noch ein bisschen gehen müssen. Oder es vielleicht mit dem rechten Fuß probieren. Mit links der Winkel ein bisschen schlechter. Rau treibt den Ball jetzt mal nach vorne über die linke Seite. In die Zentrale gespielt zu Talarski. Mit etwas Glück kommt er an. Kann durchstecken zu Weber. Weber frei vor Schwabke. Na, komm mit dem Langbein. Kurz vor knapp noch Geishauser dazwischen und kann zur Ecke klären. Sehr gute Frage. Komm, bevor wir die Crunch-Time
moderieren. Nee, da gucken wir jetzt hin. Super Kombination. Jetzt, der Rahn hat den nächsten mit. Der ist viel zu kurz gespielt auf Lipinski. Junge, Junge, Junge. Und jetzt ein Frustabschluss eher von Lipinski. In die war nicht gut gespielt. Mann, das muss man viel besser ausspielen. Ja. Zwei Schritte. Ist gut. Tor! Ja! Mal wieder nicht durch. Versuchen es jetzt nochmal. Kadiata auf der linken Seite sieht er Lipinski, der lässt klatschen für Azina. Flankt hinten lang sechs für Ferrara. Schade, das kommt man nicht dran. Sechs Minuten Nachspielzeit. Gibt nochmal eine Ecke, die wird direkt kurz ausgeführt auf Levan Kenia. Der lässt ihn schön laufen und zieht ihn da hinten auf den Ball. Knapp drüber. Quer auf Wegen und Wegen mit einer schlechten Idee Richtung Weber. Und jetzt pfeift er schon ab. Ja, sechs Minuten rum, aber ja, bei dem Zeitspiel, das er gemacht hat, muss er nochmal zwei Minuten aufpacken. Unfassbar. So, durch den späten Ausgleich von Kevin Wegen ist das Gemüt hier dann da ein bisschen runtergekühlt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.